Yo Leute, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin's mal wieder, euer Pitusi. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und heute beschäftigen wir uns mal in diesem Tutorial mit dem Thema Buckes Mod. Was das genau ist und welche Funktionen diese Mod mitbringt, das seht ihr nach dem Intro. Häufig gefragt in meinen Streams, Pitusi, wie machst du das, dass dein Auto zum Beispiel komplett schwarz ist, woher hast du den Alpha Boost und ganz verschiedene Sachen, und in diesem Video werde ich mal genauer darauf eingehen. Das Ganze funktioniert mit der Buckes Mod, wie bereits gesagt, und ich würde sagen, wir schauen uns das mal ganz von vorne an, und zwar, wie kommt ihr überhaupt an die Mod ran, wie installiere ich die Mod und was sollte ich im Allgemeinen noch beachten. Und wenn ihr mich auch mal gerne live in meinem Stream sehen wollt, dann schaut doch einfach bei mir mal auf Twitch vorbei. Den Link packe ich euch selbstverständlich in die Videobeschreibung. So Leute, wie lade ich also die Mod jetzt runter? Eine Sache noch vorab, ihr könnt diese Mod nur benutzen, wenn ihr Rocket League am PC zockt. Das heißt, für alle Konsolenspieler, ich muss euch leider enttäuschen, das hier geht nur am PC. Vielleicht habt ihr die Möglichkeit, ja, wenn Rocket League dann bald Free-to-Play wird, dann auf den PC zu switchen oder so. Aber wie gesagt, diese Mod funktioniert nur am PC. Und zwar, es ist ganz einfach, ihr geht einfach auf Google, und ich habe sie schon ausgewählt, witzigerweise. Ihr gebt einfach Buckes Mod ein, dann klickt ihr hier auf den ersten Link, einfach draufklicken. Und dann könnt ihr hier einfach über den Button jetzt downloaden, die Mod einfach runterladen. Das war es tatsächlich schon, mehr oder weniger. Die Mod installiert sich komplett alleine in den richtigen Ordner und ja, macht das alles komplett von alleine. Dann werdet ihr hier später so ein Buckes Mod Symbol auf eurem Desktop haben. Da könnt ihr dann Doppelklick draufklicken. Das wird sich, könnt ihr auch einstellen, dass das automatisch gestartet wird, sobald ihr euren PC auch startet. Und dann sieht das, wenn es ready ist und ihr alles richtig gemacht habt, sieht das so aus. Normalerweise steht hier Unjected und es steht einfach nur noch da, wenn ihr Rocket League noch nicht gestartet habt. Bei mir ist es jetzt aber allerdings, wie ihr sehen könnt, hier unten schon auf. Deshalb steht dann hier Press F2 in-game for Option Menu, und dann machen wir das mal gleich und wir sehen uns dann in-game wieder. Und eine Sache gibt es natürlich noch zu erwähnen, Leute, die Buckes Mod ist natürlich absolut kostenlos, also es kostet euch absolut nichts, es ist auch erlaubt, ihr müsst euch da keine Gedanken machen, dass da irgendwas passiert. Ich habe hier, ihr seht schon, meinen Octane wieder umgeswitcht, es ist quasi ein komplett cleanes Setup jetzt, also so wie wenn ihr einfach hier ein neues Preset erstellt bei der Garage, können wir auch einfach nochmal machen, Create New Preset, ist also genau dasselbe. So, dann drücken wir einfach mal F2, so wie es ja vorhin da gestanden hat in der Mod. Und dann sehen wir schon, wir kriegen hier so ein In-Game-Overlay. Das ist halt für Buckes Mod. Da habt ihr jetzt verschiedene Möglichkeiten. Hier auf dem ersten Feld, also auf Quick Settings, könnt ihr auswählen, welche Mode ihr aktivieren wollt. Das zeige ich euch aber gleich im Freeplay. Jetzt gehen wir zuerst mal auf Items ein und auf Einstellungen, die ihr im Allgemeinen am besten machen solltet. Und zwar, Leute, das Wichtigste hier ist am Anfang mal auf den Rank-Button zu klicken. Da habt ihr die Möglichkeit, eure MMR, also eure Punkte, anzeigen zu lassen, wie viele Punkte ihr verliert oder dazu gewinnt, wenn ihr ein Spiel spielt. Das ist einfach nur für das Ranking-System nochmal ein bisschen detaillierter, nicht so wie es standardmäßig halt nur mit den einzelnen Divisions ist. Und ihr könnt das gerne so einstellen, wie ihr wollt. Hier, da wird die MMR halt angezeigt. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Wenn ich auf Play klicke, auf Play Online, und jetzt seht ihr hier zum Beispiel, das sind eure MMR-Punkte. Normalerweise wird das nur ab GC hier angezeigt, das wäre dann hier, das ist in-game. Aber das hier sind halt diese MMR-Punkte über die Mod Buckes Mod. Und ihr seht das, das steht überall hier unten, und da steht dann auch später dabei, wie viel ihr beim Game gewonnen habt oder halt auch verloren habt. Dann habt ihr einfach eine bisschen detailliertere Ansicht darüber, wann ihr aufsteigt oder halt absteigt. Dann gibt es hier noch die Möglichkeit, automatisch GG zu sagen am Ende eines Games. Ist auch ganz nett, diese Funktion. Und hier diese Point of View Goal Replays bedeutet einfach, dass ihr, wenn ihr ein Tor schießt, jetzt so ein Replay habt aus der Sicht des jeweiligen Spielers, der das Tor geschossen hat. Ist auch ganz interessant, weil man einfach besser sieht, okay, wie hat er jetzt den Ball gespielt, wie hat er den getroffen. Und auch das habe ich hier in diesem Fall angekreuzt, beziehungsweise einen Haken reingemacht. Dann habt ihr halt hier noch unter dem Reiter Custom Training die Möglichkeit, alles separat einzustellen. Wie viel Boost ihr haben wollt im Custom Training, wie sehr der Ball variieren soll. Das würde ich auf jeden Fall so einstellen, dass das halt alles gleich bleibt im Originalen. Und ja, da könnt ihr hier noch theoretisch Automatical Shuffle Playlist. Bedeutet einfach, dass die Bälle im vorgefertigten Custom Training in verschiedenen Varianten
ablaufen. Und ja, das zeige ich euch aber dann auch noch gleich im Training wieder. Was haben wir ja noch? Wir haben hier noch Freeplay. Da könnt ihr auch noch ein bisschen was einstellen. Zum Beispiel, was ganz lustig ist, sind diese Unlimited Flips. Da könnt ihr ein bisschen rumprobieren. Geht natürlich nur im Freeplay und zeige ich euch auch alles später. Kommen wir jetzt zu dem Punkt, der euch wahrscheinlich am meisten interessieren wird. Und zwar ist das hier die Items. Ihr könnt dieses ganze Fenster auch, wenn ihr hier oben auf den Reiter Buckles Mod klickt, also in dieses grau, in dieses eingegraute Feld hier und haltet die linke Maustaste gedrückt, dann könnt ihr das ganz normal verziehen, auch dieses Fenster. Und jetzt kommen wir mal zu den Items, wie bereits erwähnt. Und zwar könnt ihr hier bei Items alle Items auswählen, die es halt in Rocket League gibt momentan. Kurze Info noch am Rande, die Mod aktualisiert sich mehr oder weniger immer automatisch, beziehungsweise ihr müsst es nur kurz vorher bestätigen, bevor ihr Rocket League startet. Und dann habt ihr auch neue Items, wie es vielleicht zum Beispiel nach einem Update oder so sein wird. Also was kann ich jetzt hier machen? Wir könnten hier jetzt ein spezielles Decal auswählen. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, ihr wollt den weißen Octane haben. Dann seht ihr ja hier, euer Buddy ist momentan Octane. Dann geht ihr hier auf die Farbe und könnt einfach Titanium White anklicken. Dann wird das Auto zu Titanium White Octane. Das gleiche hier für die Wheels, wenn ihr zum Beispiel die Alpha Wheels haben wollt oder den Boost, den Gold Rush Alpha Reward Boost. Ihr könnt hier halt natürlich auch zum Beispiel einfach was reinschreiben, zum Beispiel Zombas. Dann kriegt ihr hier schon einen Vorschlag. Und wenn die Painted zur Verfügung sind, die Wheels, dann könnt ihr hier auch wieder die einzelnen Farben anklicken. Wie gesagt, das Ganze ist für alle Items möglich, auch für die Goal Explosion oder so. Könnt ihr alles separat auswählen und ja, könnt euer Auto mehr oder weniger so gestalten, wie ihr das am liebsten haben wollt. Jetzt habt ihr hier auf der rechten Seite noch die Möglichkeit, verschiedene Presets auch vorzufertigen. Das hier war jetzt mal das Standard-Preset von mir. Jetzt könnt ihr hier zum Beispiel einfach auf Plus klicken, dann kriegt ihr hier so einen neuen Reiter. Könntet ihr jetzt nennen, wie ihr wollt. Ich nenne es jetzt einfach mal Pitusi. Und könnt dann auch zwischen den einzelnen Dingern hier hin und her switchen. Momentan ist es jetzt noch gleich, wie ihr hier seht. Da verändert sich noch nichts. Dafür müsst ihr dann halt einfach hier nochmal was entsprechend ändern. Nehmen wir jetzt mal nochmal hier den Boost. Und nehmen wir hier einfach mal, was passt gut. Vielleicht hier so ein Crimson, also einen roten Octane. Und dann seht ihr schon, das Auto, sobald ihr die Presets hier auf die Presets klickt, ändert sich halt auch die Karre dann. Eine weitere Möglichkeit ist zum Beispiel auch, wenn ihr das Auto komplett schwarz oder weiß haben wollt, könnt ihr hier die Autofarbe einfach überschreiben und dann hier eure primäre bzw. sekundäre Farbe auswählen. Ihr seht jetzt schon, das Auto hat sich jetzt komplett geändert zu einem schwarzen Auto. Ihr könnt hier raufklicken, geht auf weiß, dann wird das Auto weiß, die Primärfarbe. Und hier rot. Wie ihr das halt einstellen wollt, das bleibt natürlich komplett euch überlassen im Endeffekt. Aber da könnt ihr halt auch gerne mit rumspielen. Nehmen wir uns jetzt hier mal noch ein Decal. Sagen wir mal irgendwas für Octane. Machen wir mal Dune Racer. Finde ich eigentlich ein sehr geiles Decal, wie ihr hier sehen könnt. Und auch da könnt ihr natürlich primär zum Beispiel schwarz nehmen und sekundär jetzt zum Beispiel eine andere Farbe. Und dann seht ihr schon, wie sich das Decal hier verändern wird. Nehmen wir hier mal weiß. Machen das hier mal zu. Dann könnt ihr auch nochmal hier über die Garage dann einfach ganz normal, wenn ihr über die Garage geht und passt da irgendwas an den Farben an, das Decal wird sich nicht ändern. Und ihr habt hier standardmäßig auch gar nichts ausgewählt. Auch wenn ihr hier jetzt was anderes anklickt, Buckles Mod überschreibt auf jeden Fall das Decal, zumindest für eure Sicht. Ihr habt dann immer das, was ihr hier ausgewählt habt, bekommt ihr zu sehen. Anders ist es, und damit kommen wir jetzt gleich zum nächsten Punkt. Für die Leute, die mit euch spielen zum Beispiel oder eure Teammates, die bei euch in der Gruppe sind, eure Gegner, die sehen das ganz normale. Bedeutet also, nur ihr selbst seht, was ihr hier ändert. Für alle anderen bleibt das Ganze standardmäßig ausgewählt, was ja normalerweise auch der Fall wäre. So, also das bedeutet, für alle anderen sieht euer Auto dann ganz normal, in diesem Fall machen wir ja alles rückgängig, so aus. Auch wenn ihr vorher die ganzen anderen Decals hattet, für alle anderen Spieler sieht das Auto dann so aus. Ein weiterer interessanter Punkt ist hier noch diese Reiter Plugins. Da habt ihr nämlich die Möglichkeit, verschiedene Plugins dann nochmal zu installieren. Und ja, zum Beispiel hier das. Dann seht ihr genau,
wie viele Wins ihr habt, wie viele Loses, wie eure Win- bzw. Lose-Streak ist, wie viel MMR ihr plus gemacht habt in den jeweiligen Spielmodis. Also das ändert sich auch automatisch und wird gespeichert, bis ihr Rocket League nochmal neu startet. Dann wird es resettet. Ändert sich automatisch, je nachdem, ob ihr 3-3 oder 2-2 oder 1-1 zum Beispiel spielt, wird das jeweils hier eingefügt und gespeichert. Wie ihr das Ganze installiert, zeige ich euch später nochmal am Ende des Videos. Jetzt gehen wir zuerst mal ins Freeplay, Leute. Wir schalten das hier zuerst nochmal aus und gehen, wie gesagt, schnell mal ins Freeplay und da zeige ich euch auch noch ein paar Kleinigkeiten. So, Leute, wir sind jetzt hier im Freeplay angekommen und ihr seht schon, mein Auto ist painted. Ich habe euch jetzt auch mal den Controller eingeblendet, dass ihr besser seht, was ich hier mache. Und ihr seht auch, in-game habt ihr jetzt zum Beispiel den Alpha-Boost, den ich gerade noch eingestellt hatte. Und ja, hier seht ihr es. Man kann halt, wenn man in-game ist, auch im Training hier nichts mehr an den Items verändern. Deshalb habe ich das jetzt kurz vorher noch gemacht. So. Jetzt haben wir hier ja, wie gesagt, diese verschiedenen Quick-Settings. Die sind halt ganz interessant, wenn ihr im Freeplay seid. Standardmäßig ist diese normale Mode aktiviert. Und da gucken wir gerade mal. Ihr habt dann die Möglichkeit, hier über das Steuerkreuz links auf eurem Controller diverse verschiedene Sachen zu machen. Und zwar in dem normalen Modus ist es, wenn man nach oben drückt, wird der Ball zum Beispiel hier, wie ihr sehen könnt, auf euer Dach gelegt. Wenn ihr nach unten drückt, bekommt ihr den Ball so ein bisschen zugespielt. Beziehungsweise er wird so leicht hochgelegt. Wenn ihr nach links drückt, dann geht der Ball ans gegenüberliegende Backboard, wenn man zum Beispiel ein bisschen Backboard-Reads machen will und hier das Ganze so ein bisschen versuchen will. Und wenn man nach rechts drückt, kommt der Ball so leicht auf einen zugerollt. Ihr merkt schon, ihr könnt hier euer Training sehr, sehr gut individualisieren. Das Training genau auf euch abstimmen. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, hier natürlich eine andere Modi auszuwählen. Machen wir hier zum Beispiel mal die Air Dribble Mode. Einfach draufklicken und dann kommt hier so eine Meldung. Hier dann X'en und dann könnt ihr das hier wieder zumachen. Dann ändern sich die verschiedenen Pfeiltasten einfach und jetzt ist zum Beispiel nach unten drücken, dass der Ball hier vor euch an die nächste Wand hochrollt zum Beispiel. Dass ihr halt so in die Air Dribble Mode gehen könnt. Was haben wir hier noch? Gucken wir gerade mal. Okay, das ist auch wieder zurollen hier nach oben in diesem Fall. Dann haben wir, dass der Ball so leicht wegbounce für einen Air Dribble vom Crown zum Beispiel zu starten oder sowas. Und dann haben wir, dass der Ball so auf euch zubounced. Auch wieder den Ball bouncen zu lassen und dann nachzufliegen für ein Follow-up oder was auch immer ihr trainieren wollt. Und so habt ihr dann diese verschiedenen Modis. Könnt ihr euch einfach mal ein bisschen ausprobieren, was für euch das Richtige ist. Ich habe mittlerweile am liebsten einfach immer die normale Modi und ja, wähle die deshalb immer aus. Jetzt könnte man hier auch, wie gesagt, noch hier diese Unlimited Flips zum Beispiel mal einstellen. Können wir auch mal gucken. Dann könnt ihr halt die ganze Zeit einfach flippen und ja, das Ganze ein bisschen üben, wie sich das Auto verhält aus den verschiedenen Winkeln. Da ist das ganz praktisch. Und ja, gewöhnt euch aber nicht zu sehr daran, weil bedenkt, Leute, ihr habt normalerweise nur 1,5 Sekunden nach dem Sprung Zeit für zu flippen. Und hier habt ihr es halt dann tatsächlich die ganze Zeit, so oft ihr wollt. So, schalten wir das Ganze jetzt nochmal aus und gucken mal weiter. Und zwar, indem wir hier das Training wechseln und ins Custom Training gehen, nehmen wir jetzt einfach mal, was hier auf der ersten Seite ist, zum Beispiel diese Aerial Shots. Pass. Eine sehr schöne Geschichte. Wenn ihr Aerials üben wollt, könnt ihr da mal reingucken. Schauen wir jetzt einfach mal. So, das hier ist also dieses ganz normale Training. Wir sind beim ersten Shot, wie ihr oben links sehen könnt, hier wunderbar. Und ja, ihr könnt die Bälle hier jetzt ganz normal spielen. Das ist also alles gleich geblieben. Es sei denn, ihr habt halt ein bisschen was an den Variablen umgestellt. Dann fliegen die Bälle halt anders. Aber das Geile ist hier an dieser Mod, wenn ihr jetzt zum Beispiel, ihr seid hier wie gesagt beim ersten Shot und ihr wollt jetzt irgendwie zum fünften, dann könnt ihr hier mit den Pfeiltasten einfach vor- bzw. zurück switchen und müsst nicht die ganzen einzelnen Schüsse einfach nochmal machen. Das ist sehr, sehr vorteilhaft, gerade wie hier, wenn ihr irgendwie, ja, keine Ahnung, 48 Shots habt oder so und ihr wollt halt einen bestimmten zum Beispiel nur üben. Dann ist es halt sehr, sehr geil, dass ihr einfach durchswitchen könnt und ja, nicht alle einzeln schießen müsst. Des Weiteren, wie ihr es hier vielleicht gesehen habt, wir sind wieder beim ersten, stehen jetzt aber auf der anderen Seite des Spielfeldes. Die Bälle werden nämlich auch gespiegelt. Also wenn ihr die Pfeiltaste nach unten drückt, dann könnt ihr euch die Richtung aussuchen und nicht so wie standardmäßig ist, dass ihr theoretisch dann nur einen Shot von einer Seite habt, könnt ihr hier die Bälle einfach
von beiden Seiten dann üben und halt versuchen, hier irgendwie ins Tor zu machen. Ihr habt auch noch die Möglichkeit, das Ganze irgendwie random an irgendeinen Ball zu springen. Wenn ihr nach oben drückt, dann seid ihr jetzt hier direkt auf Shot 21, auf Shot 18, 15, 38. Das könnt ihr dann halt auch so machen, wie ihr wollt. Und ihr habt natürlich auch noch die Möglichkeit, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Tor schießt. Wir hatten ja uns ja vorhin über die Point-of-View-Replay-Kamera unterhalten. Dann seht ihr, das hier ist aus der Spielersicht und nicht so wie normalerweise aus der anderen Sicht, die dann normalerweise so aussieht. Und wie gesagt, das Ganze könnt ihr hier über Point-of-View-Goal-Replays einstellen. Kommen wir jetzt aber zu dem letzten Punkt, und zwar, wie ihr hier dieses Overlay zum Beispiel bei den Plugins aktiviert und installiert. Dafür gehen wir jetzt nochmal aus dem Spiel raus. Und zwar gehen wir hier einfach nochmal auf Google, Buckesmod, hier auf den ersten Link. Dann sind wir wieder da, wo ihr das vorhin gedownloadet habt. Und dann habt ihr hier so einen Reiter Plugins. Da könnt ihr dann draufklicken. Und dann seht ihr schon, hier gibt es verschiedene Plugins zum Runterladen. In diesem Fall wäre das hier unten. Zum Beispiel das, was ich euch eben gezeigt hatte. Dann klickt ihr einfach darauf und klickt auf mit Buckesmod installieren. Dann geht hier so ein Fenster auf. Dann steht hier einfach Plugin-Installer.exe öffnen. Da klickt ihr drauf. Dann wird hier nochmal abgefragt. Also ihr müsst auch keine Angst haben bezüglich Virus oder sowas. Das ist alles cool. Das kostet auch nichts. Das ganze Programm logischerweise ist alles for free. Momentan, jetziger Standpunkt, der 9. September 2020. Das Ganze zu benutzen in Rocket League. Wie es später aussehen wird, wenn Rocket League dann free to play ist, ob sich dadurch irgendwas ändert oder so, das kann ich euch natürlich jetzt noch nicht sagen. Wenn sich da aber was ändern sollte, dann werde ich euch auf jeden Fall auch darüber auf dem Laufenden halten. Deshalb solltet ihr auf jeden Fall auch ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren, damit ihr bei sowas immer up to date seid, was Rocket League News angeht und. So, wir aktivieren das jetzt hier, klicken auf Ja, dann steht hier, es wurde erfolgreich installiert. Hier steht dann Press Enter, dann machen wir das. Und dann ist das Ganze schon installiert. So, welche Sachen haben wir hier noch? Das hier ist auch ein ganz schönes Overlay, wie ihr sehen könnt. Das seht ihr also nicht in-game, sondern das sehen nur eure Streamer. Das könnt ihr in OBS bzw. Streamlabs OBS einbinden. Und ja, dass das einfach schöner aussieht für eure Viewer. Wenn ihr dazu auch noch ein Video haben wollt, ein Tutorial, dann lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen und ja, schreibt einfach im Allgemeinen gerne drunter, wie euch das Video gefallen hat bisher und ja, und lasst mir doch auch gerne ein Like da. So Leute, dann sind wir hier jetzt wieder in-game angekommen und wir öffnen nochmal die Option hier von Buckesmod mit F2. Könnt ihr die hier öffnen und dann habt ihr hier unter dem Reiter Plugins Rocket Stats Plugin zum Beispiel hier, dann könnt ihr das aktivieren. Und bei mir steht das jetzt hier oben links. Bei euch wird das von Anfang an vielleicht noch woanders stehen. Da könnt ihr dann hier mit den verschiedenen Reglern alles einstellen, an welcher Position, Höhe, Tiefe, bla bla bla, wie groß das Ganze sein soll und. Könnt ihr hier alles wunderbar einstellen und auf euch zuschneiden. So, das war's schon mit dem Thema Buckesmod. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und euch hat es gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, egal ob über Rocket League oder zum Thema Buckesmod, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich versuche immer so schnell wie möglich auf alle Kommentare von euch einzugehen. Und ja, wenn ihr irgendwas wissen wollt oder wenn ihr auch Anregungen habt, was ich hier in Zukunft noch machen könnte, dann lasst es mich gerne wissen. Und in diesem Sinne, Leute, bleibt stabil, haut rein, ciao, ciao. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.